Ja, hallo meine lieben Luftzeichen, ich begrüße alle Zwillinge, Wagen und Wassermänner ganz herzlich für euer Tarot-Reading für die zweite Märzhälfte. Ja, meine Lieben, ich habe vorhin ja das Seelenpartner-Reading hochgeladen und ich muss sagen, wieder hatte ich ganz große Ähnlichkeiten in den Energien. Und es könnte auch sein, dass dieses Reading jetzt wieder nur für eine Handvoll von euch wirklich 100% stimmig ist. Ich habe in meiner Meditation über der Legung sehr deutlich gespürt, dass dieses Reading vor allem Menschen betrifft, die sich in einer Beziehung befinden, in der sie spüren, dass es so nicht weitergehen kann. Oder dass sie in ihrem Leben mehr erwarten. So möchte ich es mal formulieren. Ja, wenn du dich also angesprochen fühlst, wenn du in einer Verbindung steckst, die du eigentlich gern aufrechterhalten möchtest, aus verschiedenen Gründen. Es können auch pragmatische Gründe sein. Mir kam hier in der Meditation auch stark Sicherheit, ja, auch finanzielle Sicherheit, Sicherheit für Kinder und, und. Du aber spürst, auch dein Partner ist nicht mehr mit dem Herzen dabei, dann bist du hier genau richtig. Das Gleiche kann natürlich für dein Gegenüber gelten. Ja, wenn du jetzt guckst für deinen Partner oder deine Partnerin oder deinen Wunschpartner und er oder sie befindet sich als Luftzeichen in einer Verbindung, in der er oder sie nicht mehr wirklich glücklich ist, dann bist du hier natürlich auch richtig. Also du musst hinspüren, welche Energien für dich da passend sind. Das sind natürlich immer allgemeine Readings. Ich fange die allgemeinen Energien ein, die sich, wie gesagt, jetzt sehr, sehr, sehr ähneln in den Readings. Finde ich immer wieder erstaunlich bei 78 Karten, die das Tarot-Deck hat, ja, dass da immer so große Synchronizitäten auftreten. Wenn du ein persönliches Reading speziell zu deiner Situation möchtest, kannst du das bei mir buchen über meine Facebook-Seite oder per E-Mail. Die Links findest du in der Videobeschreibung. Bitte rechne damit, dass du ein bisschen Geduld brauchst. Ich habe so unglaublich viele Anfragen, aber ich beantworte alle Anfragen natürlich von euch und nehme euch auch auf in meine Liste, aber es dauert einfach ein bisschen. Ich lasse mir viel Zeit für die Readings. Ja, ich sage es immer wieder, 2 Stunden auf jeden Fall für ein Reading. Ja, mit den verschiedenen Legungen aus verschiedenen Decks. Dann meditiere ich über den Karten. Ihr bekommt eine ganz ausführliche Deutung mit den Fotos der Legungen. Und es dauert einfach. Und da kann ich auch nicht zu viele am Tag machen, weil sonst ist meine Batterie irgendwann leer. Ja, ihr Lieben, ich will jetzt aber aufhören mit dem Gelaber, würde ich in Franken sagen. Ich möchte loslegen. Schaut mal hier. Die Gesamtenergie der zweiten Märzhälfte für die Luftzeichen fiel gleich mal eine große Arcana-Karte, und zwar der Gehängte. Der Gehängte als Gesamtenergie sagt ganz klar Stillstand. Stillstand und vor allem eine gewisse Ohnmacht. Ja, eine gewisse Ohnmacht, in die man gezwungen wird. Man ist fast ein bisschen in dieser Warteposition, was tut der andere? Man hat aber auch die Möglichkeit, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Und schaut mal, der Gehängte hat hier diesen Heiligenschein um seinen Kopf, der ganz klar sagt, auch wenn hier Stillstand angesagt ist, kannst du diese Phase nutzen zur Erkenntnisgewinnung. Ja? Es kann dir also in dieser zweiten Märzhälfte auch durchaus etwas Wichtiges klar werden. Manchmal sagt die Karte auch, es ist notwendig umzukehren, du hast dich verrannt in etwas. Und sie kann bedeuten, du siehst hilflos zu, wie dir etwas durch die Finger rinnt. Also das ist eine sehr vielfältige Karte, der Gehängte. Ja? In der Meditation habe ich dazu eigentlich empfangen, wie sie hier jetzt liegt.
dass du hin und her gerissen bist oder eben dein Gegenüber, fast zwischen gehen oder bleiben, und bevor du was falsch machst, machst du nichts. Oder er oder sie, ja? So habe ich die Karte hier wahrgenommen. Wird aber noch deutlicher, wenn wir das ganze Reading im Gesamtzusammenhang nachher betrachten. Was ich noch erwähnen möchte zu der Karte, was ein wichtiger Aspekt ist dieser Karte, es geht letztendlich auch darum, Erwartungen loszulassen, Fixierungen auf etwas, also auch so Vorstellungen, genau so hat es zu laufen oder so und nicht anders, ja, loslassen und so diesen Fluss des Lebens zulassen, ja, zuschauen, wie die Situation sich entwickelt, wie sich alles entfaltet. Ja, dann schaut mal, dann kommt gleich die nächste große Arcana-Karte. Ihr habt ja insgesamt hier vier, ja. Der Turm fiel auf die Position der Energie der letzten Tage, jetzt der letzten Zeit. Es scheint also bei einigen kräftig gerumpelt zu haben. Und ich möchte ganz klar sagen, entweder im Äußeren oder auch im Inneren. Der Turm steht nicht immer automatisch für heftigen Streit, für Beendigung einer Beziehung, für die Eskalation einer Situation. Nein, der Turm kann auch stehen für ganz tiefe Erkenntnisprozesse, für Desillusionierung, für das Spüren der Notwendigkeit, dass sich eine radikale Veränderung in deinem Leben breitmachen muss, so willst du oder kannst du nicht weitermachen. In Beziehungen bedeutet der Turm auch oft, dass euch beiden vielleicht klar geworden ist, dass die Art, wie ihr die Beziehung führt, oder die Basis der Beziehung nicht mehr stimmt. Ja? Du siehst auf der Karte ja auf der einen Seite diese schrecklichen Szenarien, ja, hier die Menschen fallen aus dem brennenden Turm. Also der Turm steht immer auch für Krieg, für Zerstörung, für Streit, vielleicht auch für tief verletzende Auseinandersetzungen. Möchte ich hier überhaupt nicht ausschließen. Vielleicht habt ihr mit eurem Partner oder eurer Partnerin oder euren Wunschpartner, Wunschpartnerin, extreme Auseinandersetzungen ausfechten müssen, die letzten Tage, ja? Und da kam es zu Verletzungen. Aber letztlich steht der Turm auch für Befreiung. Weil ihr wisst selber, wenn es ein Streit war, sagt man immer, Gewitter reinigen die Luft, ja? Egal, was hier aufgebrochen ist, so möchte ich es mal beschreiben, es führt zu einer Veränderung der Situation, die hier anscheinend auch nötig ist in dem ganzen Prozess. Und ich habe hier dann gefragt, in welcher Energie befindest du dich jetzt oder eben dein Gegenüber, je nachdem, in dem Moment. Und da fielen die drei Stäbe. Und die drei Stäbe an der Stelle zeugen eigentlich von Selbstsicherheit. Es könnte jetzt bedeuten, dass du zwar Streit hattest in deiner Beziehung, ja, oder dass es wirklich Grundsatzdiskussionen gegeben hat, du dir aber ziemlich sicher bist, dass der andere dich nicht verlässt. Also das kam mir in der Meditation, das mag jetzt nur für eine Handvoll von euch gelten. Ja, ich möchte es aber erwähnen, ich möchte immer alles euch mitteilen, was ich empfange. Und da war es eben ein Szenario, dass es sein kann, dass du spürst, dein Partner oder deine Partnerin ist nicht glücklich in der Beziehung. Es ist vielleicht etwas zur Sprache gekommen, ja, es gab Auseinandersetzungen, aber du bist dir relativ sicher. Die drei Stäbe stehen hier für diesen Mann, der voller Selbstvertrauen in die Ferne guckt, ja, so als würde er über sein Land schauen, über seinen Besitz. Ja, du bist standfest, du vertraust dir selbst. Du siehst, was du schon alles erreicht hast.
Du könntest jetzt auch, wenn es wirklich jetzt dich betrifft in diesem Fall, sagen, tja, gut, wir hatten zwar wieder diese Diskussionen, wir hatten zwar wieder den Streit, aber ich bin mir sicher, er oder sie bleibt. Oder eben dein Gegenüber. Allerdings, und es passt wundervoll, schau mal, als ich gefragt habe, wohin geht die Energie, wie entwickelt sie sich weiter, kamen wir von den 3 Stäben zurück zu den 2 Stäben. Da steht wieder ein Mann, der in die Ferne guckt, aber der große Unterschied zwischen den beiden Karten ist, er hält hier die Weltkugel in der Hand. Das heißt, er ist sich bewusst, was ich alles erreicht habe. Ja? Er sieht hier sein Land und weiß ganz genau, aha, das ist alles meins. Aber, und jetzt kommt der große Unterschied, ihm kommen Zweifel, ob ihn das erfüllt. Und das finde ich ganz erstaunlich, ja, hier diese beiden Karten an der Position. Weil auf der einen Seite scheinst du zufrieden zu sein, oder eben dein Gegenüber, dass die Situation noch in Kontrolle ist, möchte ich jetzt mal so formulieren. Aber auf der anderen Seite spürst du, dass das wie eine Art, ja, ich möchte fast sagen, Scheinwelt ist, in der du dich befindest. Es machen sich langsam in dir Zweifel breit, ob die Aufrechterhaltung der Situation dir und deiner Seele wirklich dienlich ist. Ja, so kommt mir das ganz stark. Es kommen Gedanken in dir auf, ob das, was du lebst, wirklich das ist, was dein Herz sich wünscht. Auch wenn du in einer Beziehung bleibst, wo du sagst, gut, da habe ich bestimmte Vorteile, da geht es mir gut, da habe ich Sicherheit, die Kinder haben beide Eltern, ja, einfach nur jetzt als Beispiel. Könnte es aber sein, dass du dich fragst, ist das eine Herzensentscheidung, hier zu bleiben? Oder ist es eine Vernunftentscheidung? Und darüber, das spüre ich, denkst du nach. Hier in dieser Position, in diesem erzwungenen Stillstand, kommen dir Gedanken, ob du das, was du hier hast, dein Land quasi, ja, ob es das ist, was dich auf Dauer erfüllt. Ja? Oder ob sich deine Seele nach noch etwas anderem sehnt. Und dazu passen wundervoll die 3 anderen Karten, die gefallen sind. Ja? Schaut mal her, an der Stelle frage ich immer, was kommt von außen auf dich zu? Und da fällt schon die nächste große Arcana-Karte, nämlich die Sonne. Und hier nehme ich ganz deutlich wahr, dass etwas von außen in dein Leben kommt, das dir zeigt, was Leben eigentlich ist. Es scheint irgendetwas zu passieren, was dich in diesem Gedanken, ist das hier alles, was ich in meinem Leben will und wollte, bestärkt. Mir kam hier auch dieser Begriff Selbstverwirklichung ganz stark. Ja? Kannst du dich in der Beziehung oder in der Situation, in der du dich befindest, wirklich selbst verwirklichen? Ich muss es jetzt sagen, weil es mir so auf der Zunge liegt, steht dir die Welt offen? Die Karte kommt dann erst, ja? Das ist der Rat der geistigen Welt, aber es passt jetzt so wundervoll dazu. Es werden Situationen auf dich zukommen, vielleicht auch Gespräche mit Menschen oder du liest einen Artikel, du siehst einen Fernsehbeitrag, was immer auch. Und diese Situation wird dir wieder ins Bewusstsein holen. Ist das alles? Mir kommt so ganz stark dieser Satz, ist das alles? War's das jetzt? Ist das mein Leben, das ich bis
zum Ende leben möchte. Ja. Und da passt wundervoll natürlich diese Karte dazu. Schau mal, in der Position deiner Ängste oder Hoffnungen zähle ich die 8 Schwerter natürlich zu den Ängsten. Schau mal, du hast Angst davor, in einer Situation gefangen zu sein, die dich eben nicht völlig zu deiner Selbstentfaltung führt. Ja, die dich nicht völlig authentisch dein Selbst leben lässt. Du hast Angst, gefangen zu bleiben, gefangener zu bleiben in einer vielleicht auch Beziehung, die dich nicht wirklich erfüllt, die vielleicht aufrechterhalten wird aus materiellen Gründen, wegen der Kinder, wegen des Jobs, wegen gemeinsamer Schulden, was immer auch. Oder einfach nur, weil man ein schönes, sicheres Leben hat. Aber du hast Angst davor, dass alles irgendwann vollkommen eskaliert, weil du gefangen bist. Mir kommt hier dieses Wort Ketten sprengen ganz stark, ja? Du sehnst dich danach, Ketten zu sprengen. Du hast auch Angst, dich zu verbiegen, um dem anderen vielleicht zu gefallen. Oder ein Leben zu leben, das du dir irgendwann mal anders vorgestellt hast, ja. Die Frau hat ja auch die Augen verbunden. Sie ist abgeschnitten von ihrer Intuition, von ihrem Herzenswunsch, der hier mal an die Tür geklopft hat. Ja, schaut hier das Kind, wie lebensfroh das auf dem Pferd sitzt, die schönen Sonnenblumen, ja, diese helle Sonne. Diese Karte strotzt vor Leben. Und hier dazu diese Frau, ja, die gefesselt ist mit Schwertern um sich herum. Schaut euch diese Gegensätze an. Die Sonne klopft an die Tür und das ist deine Angst. Ja. Ja, und an der Position, wie sich die Energie nun weiterentwickeln könnte für alle Luftzeichen in Richtung April, fiel dann die 6 Kelche. Die 6 Kelche, ihr wisst es, ich bezeichne sie immer als Ex-Partnerkarte. Es muss nicht sein, aber die 6 Kelche zeigen eigentlich immer an, dass man an vergangene Zeiten denkt, dass man sich vergangene Zeiten zurücksehnt. Nun gibt es hier genau 2 Szenarien. Entweder du sehnst dich an die Anfangszeit mit deinem Partner zurück, ja? Du erinnerst dich, wie schön, unbeschwert oder leicht alles am Anfang war, oder das zweite Szenario ist, du siehst, dass dir das in deiner Verbindung jetzt nicht mehr ausreicht und du erinnerst dich an eine frühere Person in deinem Leben, mit der du glücklich warst. Die Karte hat sowas Nostalgisches, ja, man schwelgt in alten Erinnerungen. Birgt natürlich auch immer die Gefahr, dass man, das wisst ihr selbst, alte Erinnerungen beschönigt, ja, hauptsächlich das Positive sieht. Aber mir kommt hier sehr intuitiv der Zusammenhang zwischen diesen beiden Karten. Es könnte also durchaus auch sein, dass sich ein Ex-Partner bei dir meldet, ja, oder du etwas von ihm oder ihr hörst. Könnte die Sonne neues Leben in dich einhauchen. Kennt ihr das Gefühl, wenn man sich in einer Beziehung eigentlich ein bisschen fühlt wie eine Blume, die so langsam vertrocknet, und dann passiert etwas, was einem plötzlich zeigt, ich bin ja noch am Leben. Kennt ihr das? Es kommt eine Nachricht vielleicht von jemandem aus der Vergangenheit oder was weiß ich, du findest am Speicher ein altes Fotoalbum und schaust dir alte Bilder an und denkst dir, mein Gott, was war ich damals lebendig? Und wie fühle ich mich vielleicht jetzt? Ja, also so könnte es dir ergehen. Und der Rat der geistigen Welt ist die Welt selbst. Die höchste Karte im Tarot bringt sie hervor. Letzte Karte der großen Arkana, die Welt ist das Ziel. Und die geistige Welt gibt dir hier die Aufgabe, in dich zu gehen, genau in der Position. Schau mal an, du siehst hier die Figur des Gehängten, ja, und du siehst die Figur hier auf der Karte der Welt.
Diese tanzende Figur hier auf der Weltkarte ist die genaue Umkehr von dem Gehängten. Ja, das linke Bein angewinkelt. Der Gehängte steht auf dem Kopf. Ja, er sieht noch nicht klar. Er betrachtet alles aus einer anderen Perspektive und versucht Erkenntnisse zu gewinnen. Aber die Frau auf dieser Karte ist am Ziel. Und sie ist lebendig, während er zum Stillstand verdammt ist. Sie weiß, was sie will, sie handelt und ist vollkommen in ihrer Kraft. Ja, leicht sieht es aus, schwer sieht es aus. Ja. Die geistige Welt rät dir, genau in dich zu gehen und zu fragen, fühle ich mich da, wo ich jetzt bin, wirklich zu Hause? Ist das mein Ziel? Ist die Situation, in der ich mich befinde, so, wie ich mir mein Leben immer vorgestellt habe? Bist du am Ziel? Oder hältst du einen Schein aufrecht, aus was für Gründen auch immer, der dich letztendlich beschneidet, dein authentisches Selbst zu leben? Das ist der Auftrag der geistigen Welt für dich, für diese zweite Märzhälfte. Den Stillstand dazu zu nutzen, in dich zu gehen und genau reinzuspüren in dich. Wollte ich so, wie ich jetzt lebe, immer leben? Bin ich am Ziel meiner Wünsche? Oder gibt es da etwas, was plötzlich Leben in mir erweckt, das ich derzeit nicht mehr spüre? Oh, meine lieben Luftzeichen, ein gewaltiges Reading für euch. Wirklich, 4 große Arcana-Karten, die geistige Welt mit einem weiteren Paukenschlag. Es waren jetzt fast alle Readings so intensiv. Die Zeit fordert uns dazu auf, hinzuschauen, ob wir wirklich authentisch leben. Das Jahr 2017 wird alle Verbindungen und Beziehungen, die nicht auf wahrer Herzensliebe basieren, zum Explodieren bringen. Es gibt keine Scheinwelten mehr. Es gibt kein sich etwas vormachen mehr. Je mehr man versucht, sich etwas vorzumachen, je mehr man hier schaut, das habe ich alles, also bleibe ich hier, da geht es mir doch gut. Aber das Herz nicht dabei ist, desto mehr Steine werden in unseren Weg gelegt und desto deutlicher stupst uns die geistige Welt mit der Nase darauf, dass sich etwas ändern muss. Unter anderem mit natürlich solchen Dingen, die auf dich zukommen, wo du plötzlich den Unterschied merkst, wo du merkst, aha, so geht ja Leben. So geht Leben. Ja, meine Lieben, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen, für eure Kommentare, Likes und wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ich weiß nicht genau, ob ich heute noch die Feuerzeichen hochladen kann. Ich müsste noch die Lego machen, die Meditation, das Video. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich heute energetisch noch wirklich richtig fit dazu bin, das entscheide ich später, nachdem ich mich jetzt mal ein bisschen erhole. Aber ich möchte natürlich, dass ihr alle euer Reading heute am 15. habt. Deswegen schauen wir mal, was passiert mit meiner Energie. Ich bedanke mich jedenfalls bei euch fürs Zusehen, freue mich über eure Nachrichten und wünsche euch noch eine wunderschöne zweite Märzhälfte. Genießt den Frühling. Eure Uli. Tschüss.